Hallo, ihr kleinen Weichgurken. Das Karussell sieht aus, als ob es Spaß macht. Dürfen wir mitdrehen? Das ist nur für Kinder. Verschwindet, oder ich sag's meinem Onkel, dem berühmten Schweizer Sprachtherapeuten. Ach nee, bestell ihm schöne Grüße. Das sind die Superducks. Wir drehen euch auch nur extrem klein wenig. Gut, okay. Aber hier dürfen trotzdem nur Kinder spielen. Wer hat dich denn gefragt? Komm hoch rüber. Hey, Superducks, macht langsamer, ja? Nö, wir legen noch eine Kohle drauf. Meine Mütze! Die ist tatsächlich weg, Alter! Guck mal, da drüben fliegt sie! Los, hinterher! Da! Also, ich hab schon gedacht, ich hätte dich für immer und ewig verloren. Aber von jetzt an wird uns nichts und niemand mehr je trennen. Was für ein krasses Glück. Ist ja ein tolles Ding. Ach du grüne Güte. Sie riecht gar nicht mehr nach mir. Hey, lass die Finger von der Mütze, kapiert? Leckere kleine Käfer. Okay, und jetzt machen Abgang. Und zwar hurtig. Sag mal, darf ich eure Flöhe essen? Bitte. Wir checken hier mal besser aus. Aber nicht ohne meinen Ohrenheizer. Was ist denn das für ein Lichtstrahl? Hey, da ist eine Lichtung. Und meine Mütze mit zwei Bücklingen. Wir pirschen uns von hinten an. Was ist mit dir los, du Gurke? Berühren der magischen Mütze verboten. Jetzt guck dir das an, sprechende Straußenvögel. Straußenvögel, sprechende Straußenvögel. Ich bin das Echo dieser Lichtung, Willkommen im Zauberwald. Eine große Freude ist heute über uns gekommen wegen der magischen Mütze. Sie ist durch die Lüfte geflohen, gedroren von Zauberkräften und hat sich hier niedergelassen, um die Prophezeiung zu erfüllen. Wie, die Prophezeiung? Hat er einen Sprachfehler? Und nun ist die magische Mütze hier und Freude und Glück werden ihren Einzug bei uns halten. Und dann Erich? Ja, nö, gar nicht. Die Mütze ist wieder da und alles ist wieder ganz prima. Wer ist denn deine Mütze, Genosse? Ich steh auf Caps. Ich will doch nicht aussehen wie so ein Waldschrat. Ja, und meine Mütze hängt da drüben auf dem Felsen. Ich hol sie mir jetzt runter. Volle Kanne. Sakrileg, Gotteslästerung, wenn du die magische Mütze berühren tust, wird ihr Zaun dich treffen. Düse zurück! Ja, das ist lustig. Nicht stoßen! Guck mal, ich hab meinen Pudel wieder. Leg das Teil dahin, wo es war. Nein, das ist meine Mütze. Hey, Gücke da! Ich hab's euch doch gesagt, damit es wieder da und alles ist wieder gut. Du musst stark sein, Alter. Deine Wollkrempe gehört jetzt wohl zu diesem Brocken da. Und jetzt lass uns mal schnell vom Hof hoppeln, okay? Vergiss es, Alter. Meine Mütze, das ist so wie die Sahne auf meinem Kuchen obendrauf. Und ich stehe nun mal auf Sahne auf meinem Kuchen obendrauf. Ich glaub, du machst da einen mega bösen Fehler. Mega bösen Fehler, Also ich mach das nicht. Das ist meine Mütze. Rennet um euer Leben. Gerettet hat. Was denn? Ihr seid immer noch da? Wir haben einen Plan. Wir tauschen die Mütze gegen was anderes aus. Das wird nicht klappen. Vertraut mir. Feine Pilze, brave Pilze, Leckerschmeckerpilze. Na also, es funktionuckelt. Hier, deine Linksgehäkelte. Also, ich glaube, das war's jetzt. Was? Wow. Und was jetzt? Nix, mir fällt nichts mehr ein. Weißt du, Alter, Strumpfhosen sind irgendwie nicht mein Ding.
Und die hier sind nicht mal aus Baumwolle. Baumwolle! 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 Wo tut er denn hingehen? Ich glaube, bei ihm löst sich gerade so eine Art Verstopfung. Eigige da. Mann, Keule, was machst du denn da? Hast du nicht alle auf der Pfanne? Pass mal auf, das ist nämlich ganz easy. Komisch. Und wieso fällt mir gar nichts auf den Kopf? Oh! Ah! Wundervoll! Die Prophezeiung! Jetzt können wir unsere Klamotten waschen. Es ist ein Wunder. Halleluja! 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 Wie hast du das rausgekriegt? Ganz einfach. Meine Mütze und mein Schlüpper sind beide aus Baumwolle. Oh! Wow! Etwas Waschpulver. Waschpulver? In den Hauptwaschgang. Hauptwaschgang. Und einschalten. Einschalten. Das sind vielleicht Vollpuschen. Das kannst du laut sagen, alter Verwalter. Wow, eine magische Kappe. Los, die beten wir an. Oh, ja. Boah, Absturz, ich kauf mir wohl besser eine neue. Also, ehrlich gesagt, wollte ich dir das auch gerade vorschlagen. Oh.